nochmal einen wunderschönen guten Morgen aus Bonn von der Web Service GmbH und willkommen zu Ihrem Webinar Cyberversicherung, digitale Risiken und deren Absicherung. Schön, dass Sie sich so zahlreich eingeloggt haben. Ja, mein Name ist Tobias Heidemann und ich bin Kundenberater der Abteilung Versicherungen bei der Web Service GmbH. Kurz zur zeitlichen Einordnung des Webinars. Wir haben 60 Minuten geplant, wobei circa 40 Minuten ein Vortrag von Herrn Dr. Erichsen beginnen wird und wir anschließend bewusst noch genügend Zeit gelassen haben, um Ihnen untereinander und zusammen mit mir und vor allem mit Herrn Dr. Erichsen eine Fragerunde zu ermöglichen. Die Fragen bitte ich Sie entweder A, am Ende des Vortrags von Herrn Dr. Erichsen zu stellen. Sie sind zurzeit nämlich noch stumm geschaltet und werden dann zum Ende des Vortrags alle auditiv mit hinzukommen können. Oder Möglichkeit B, das Fragen- bzw. Chatpanel zu nutzen. Ich werde das ein bisschen im Auge halten und dann Ihre eingegangenen Fragen, es sind auch schon vorab tatsächlich zwei Fragen eingegangen, dann an Herrn Dr. Erichsen weiterzuleiten. Ja, ich habe eben schon gesagt, Ihr Referent ist Dr. Sven Erichsen. Wir freuen uns, dass wir ihn heute an unserer Seite haben. Ich möchte Ihnen Ihren Referenten kurz vorstellen. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann begann Herr Dr. Erichsen sein Jurastudium und startete seine Karriere bei Jauch & Hübner, jetzt als E.ON bekannt. Aus seiner langjährigen Tätigkeit im Verband Deutscher Versicherungsmakler kennt er eigentlich alle Facetten des Versicherungsgeschäfts und verfügt über ein weit verzweigtes Kontaktnetzwerk. Seit dem 01.04.2014 hat er sich mit der Erichsen GmbH auf die Vermittlung von Cyberversicherungen spezialisiert. Vielen Dank und herzlich willkommen, Herr Dr. Erichsen. Ja, hallo, Herr Heidemann, hallo, liebe Teilnehmer. Ich hoffe zum Ersten, die Qualitätübertragung ist gut. Wir können Sie sehr gut hören, aber noch jetzt können wir Sie auch sehen. Wunderbar. Ja, jetzt wollte ich wollte mich einmal bekannt machen, Hallo sagen. Ich glaube aber, das ist gleich für Übertragungsqualität und auch für die Ablenkung besser ist, wenn ich die Kamera wieder wegschalte. Dann können Sie nämlich ganz in Ruhe auf den Bildschirm schauen und außerdem manchmal wackelt hier die Leitung so ein bisschen, dann haben wir keine Probleme. Ja, vielen Dank für die Einführung. Wir machen seit wie bitte? Ihre Bühne. Ja, ach so, ja, danke. Wir machen seit 2014 nichts anderes als Cyberrisiken zu bewerten und Cyberversicherungen zu vermitteln und auch Schadenfällen zu beraten. Gerade heute haben wir einen ziemlich großen Schadenfall reinbekommen. Das ist dann mal eine gewisse Aufregung. Und über die Welt der Cyberrisiken und Cyberversicherung würde ich Ihnen jetzt so in circa 40 Minuten ein bisschen was erzählen und würde mich freuen, wenn wir dann im Anschluss entweder noch Fragen beantworten oder eben auch noch ein bisschen diskutieren können. Und wie gesagt, ich würde jetzt meine Kamera mal wegschalten und die Präsentation beginnen. Cyberrisiken haben eine Menge Ähnlichkeit mit Feuerrisiken. Strukturell und auch von der Versicherungssicht. Und deswegen gehen wir davon aus, dass eine Cyberversicherung auch bald so selbstverständlich sein wird wie eine Feuerversicherung. Und wenn wir uns in der Folge mit Cyberrisiken und deren Auswirkungen und Cyberversicherung beschäftigen, hilft es immer so einen Blick auch auf eine Versicherung zu nehmen, die wir schon kennen. Und die Feuerversicherung, ich hatte ja schon gesagt, dass es da durchaus Ähnlichkeiten im Ablauf und in den Strukturen gibt. Aber fangen wir mal an. Cyberrisiko, was ist das denn eigentlich? Aus unserer Sicht steht Cyberrisiko eigentlich als falscher Begriff. Richtiger wäre das Risiko von Digitalisierungsvorgängen. Wir verlagern ja in erheblichem Umfang Wertschöpfung aus der physischen in die digitale Welt. Und damit verlagern wir natürlich auch Risiken. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn meine Frau shoppen geht und setzt sie sich abends neben mich, macht den PC auf und guckt bei Zalando oder Rebell oder ähnlichen Plattformen vorbei und schaut, ob es da nicht interessante Angebote gibt. Und dann wird sie da freundlich begrüßt. Hallo Frau Erichsen, schön, dass Sie wieder da sind.
Wir haben hier noch diese Produkte und dann klickt sie sich durch und kauft vielleicht auch was und dann wird ihr gesagt, ja, die Hose, die wir haben, die Sie gerade gekauft haben, die haben wir auch in Grün, wollen Sie die auch haben? Also es gibt da auch einen gewissen Prozess und am Ende ist der einzige analoge Prozess eben noch, dass jemand bei beispielsweise Zalando ans Regal geht, die Ware herausholt und sie verpackt und dann steht irgendwann der Postbote vor der Tür. Das kann man aber auch noch weiter digitalisieren. In China werden solche Versandgeschäfte schon von Robotern betrieben und theoretisch könnte man ja auch das Paket von der Drohne abholen lassen und bei uns in den Vorgarten schmeißen. Also ein bis vorher weitgehend analoger Prozess, man geht in den Laden und kauft eine Hose, kann und wird zunehmend auch rein digital ablaufen. Gleiches Thema Überweisungsvorgänge. Wann haben Sie das letzte Mal eine händisch ausgefüllte Überweisung in der Bank abgegeben? Wir machen nur noch Online-Überweisung. Und die Beispiele sind so vielfältig. Und wenn ich Ihnen das sage, ist Ihnen das natürlich klar. Sie nicken im Kopf, das erzählt er uns da. Wichtig ist aber jetzt den Fokus auch zu lenken und zu sagen, okay, in dieser digitalen Welt sind wir total vernetzt. Wir sind über das Internet mit allen möglichen anderen Informationsstrukturen verbunden. Und damit werden zum einen, das ist jetzt die nächste Folie, nein, wir sind zum und wir sind auf die Funktion, auf das Funktionieren des Internets als der wesentlichen Kontaktplattform dieser Welt angewiesen. Wenn das Internet oder andere digitale Prozesse nicht funktionieren, dann entstehen schnell Schäden. Das heißt also, in der digitalen Welt sind alle physischen Systeme in Zukunft mit IT beziehungsweise auch schrittweise mit dem Internet verbunden. Die IT-Prozesse sind immer komplexer und jedes System ist auch quasi von überall her in der Welt erreichbar. Stellen Sie sich vor, auf der Raumstation Mir, die ja noch um uns herum kreist, sind wir auch über das Internet zu erreichen. Und dort hat es ja sogar vor anderthalb Jahren einen Datenschutzvorfall gegeben, weil jemand sich von dort tatsächlich einer der Astronauten private Daten veröffentlicht hat. Also auch im All sind wir erreichbar. Und damit mit dieser Verlagerung von Wertschöpfung, das ist mir immer ganz wichtig, verlagern wir natürlich auch entsprechende Risiken ins Netz. Das bedeutet, dass das, was physisch schief und kaputt gehen kann, kann natürlich auch im Netz, in der digitalen Welt kaputt gehen und nicht funktionieren. Und uns ist das auch inzwischen bewusst. Hier der neue Allianz Risk Report aus 2020 sieht inzwischen Cyber- oder Digitalisierungsvorfall als Nummer eins der Unternehmensrisiken. Und das eben immer vor dem Hintergrund, wie schnell die Digitalisierung um sich greift und wie viel mehr Prozesse heutzutage digital und damit nicht mehr physisch ablaufen und damit auch im Netz schadenbehaftet sind im Vergleich zu früher. Der klassische Schadenfall, so ein bisschen die Mutter aller Schadenfälle, aus unserer Sicht Februar 2016, der Cyberangriff auf mehrere deutsche Krankenhäuser. Das bekannteste ist das Lukas-Krankenhaus hier bei uns um die Ecke in Neuss, das durch einen Verschlüsselungstrojaner betroffen wurde. Übrigens gleiches passiert gerade, wo wir hier reden, in der Uniklinik in Düsseldorf, die auch ähnlichen Vorfall hatte, die Teile ihrer Operationssäle nicht nutzen kann, die Behandlung verschieben muss, die wie eben auch in Neuss einen ganz deutlichen Mehraufwand hat. Patientenakten können nicht mehr eingesehen werden, Personal muss zusätzlich angestellt werden, Operationen werden in andere Krankenhäuser verlagert. Und das bedeutet natürlich zum einen Mehraufwand für das Personal, das bedeutet den Aufwand, die Systeme wieder zu reinigen. Das bedeutet eine Betriebsunterbrechung, weil die Operationen nicht durchgeführt werden können. Und von diesen Vorfällen gibt es sehr viele. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, parallel, wo wir reden, haben wir einen ähnlichen Vorfall bei einem industriellen Kunden in Süddeutschland. Und sobald wir hier fertig sind, werden wir in verschiedenen Telefonkonferenzen mit dem Kunden besprechen, wie jetzt weiter zu reagieren ist.
Ein ähnlicher Schadenfall betraf letztes Jahr die Großfirma Norsk Hydro. Auch eine Ransomware-Attacke hat das Netzwerk lahmgelegt. Und Norsk Hydro hat sich dann entschieden, das gesamte Firmennetz neu aufzusetzen mit 35.000 betroffenen Mitarbeitern. Ja, man schätzt, beziehungsweise Norsk hat das auch veröffentlicht, dass wir einen Schaden von ca. 65 Millionen Euro verursacht hatten. Mal ein anderes Beispiel, vertrauliche Informationen. Die sind hier schon ganz sicherheitsbewusst, indem sie bestimmt vertrauliche Dokumente per Kurier versenden. Trotzdem sind die nach außen geraten. Man wusste lange nicht, woher. Man hat dann festgestellt, dass die Dokumente in digitaler Form abgezogen worden sind, weil sich jemand in das Netzwerk eingehackt hatte und die Daten also quasi ganz bewusst an bestimmten Stellen abgezogen hat. Und das hat man erst gemerkt, als man den ausgehenden Netzwerk-Traffic analysiert hat. Nächstes Beispiel, Kundendaten. Jeder Online-Shop, jede Bank, jedes kundenorientierte Unternehmen hat eine Vielzahl an Kundendaten und möchte ja auch mit diesen Daten arbeiten. Es wird ja schon gesagt, dass Daten das neue Gold bzw. das neue Öl als Rohstoff sind. Die wertvollsten Unternehmen dieser Welt, Yahoo, Microsoft, Google und auch Amazon sind am Ende Datenunternehmen. Und Apple nicht zu vergessen, sodass der privilegierte Zugriff auf Daten und die Möglichkeit, diese zu benutzen, ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist. Auf der anderen Seite verlassen wir als Kunden uns auch darauf, dass die Daten, die wir jemandem geben und übergeben, dort auch vertraulich behandelt und nur für die Zwecke benutzt werden, die wir auch, denen wir auch zugestimmt haben. Also Datenschutzthema. Hier ist ein Beispiel, dass über eine Werbeagentur Kundendaten, die eigentlich intern bleiben sollten, bei der Marketingagentur nicht genug gesichert worden waren und dort extern verfügbar waren. Also auch der Dienstleister hat hier dazu beigetragen, einen Datenschutzvorfall hervorzurufen. Wir hatten einen ähnlichen Fall mit einem Bewerberportal. Da konnte auf einmal ein Bewerber die ganzen Bewerberunterlagen der Mitbewerber oder anderer der Bewerber für andere Stellen sehen. Und dann hat sich einer der Bewerber an die Datenschutzbehörden gewendet und die haben das Unternehmen dann besucht bzw. aufgefordert, diesen Datenschutzvorfall zu beenden und haben dann in der Folge auch Bußgelder verhängt. Ursache dafür war, dass auch hier in dem Betreiber des Portals, das war eine externe Firma, bestimmte Sicherheitsmechanismen falsch eingestellt waren. Und deswegen eben jeder Bewerber die Unterlagen des anderen Bewerbers sehen konnte. Letzter Vorgang, auch aus der Finanzdienstleistungswelt. Es gibt einen der großen Dienstleister in der Finanzdienstleistungsbranche, ist die Finanzinformatik, die also die gesamte Sparkassenorganisation betreut und damit so eine sicherlich ein Klumpenrisiko darstellt. Und am Anfang des Jahres und jetzt auch vor einigen Wochen gab es Angriffe auf die Finanzinformatik, die dazu geführt haben, dass bei einigen Banken das Online-Banking nicht funktioniert hat. Einer unserer Kunden war auch davon betroffen. Das ist hier aber auch ein allgemein veröffentlichter Vorgang gewesen. Zeigt auf der auch, wie stark in vernetzten Strukturen dann ein Angriff an einer Stelle Auswirkungen auf viele andere Firmen haben kann. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine Häufung an Datenschutzvorfällen gehabt in den letzten 12 bis 18 Monaten. Einige der Verschlüsselungstrojaner, die zurzeit unterwegs sind, führen auch dazu, dass Daten abgeflossen oder abgezogen werden und abfließen. Und dann ist nach europäischem Datenschutzrecht eine Meldung an die Datenschutzbehörde erforderlich. Und diese Meldungen nach 33 Datenschutzgrundverordnungen haben dementsprechend auch deutlich zugenommen. Problematisch hier für Kunden ist, wenn sie so einen Befall haben und befürchten,
dass vertrauliche Daten nach außen geraten, dass dann eine Frist von 72 Stunden zu laufen beginnt, innerhalb derer man eine Meldung bei den Datenschutzbehörden machen muss. Das setzt schon auch ziemlich unter Druck an der Stelle. Wenn man sich die Häufigkeit von Schadenmeldungen anschaut, dann kann man inzwischen auch Versichererstatistiken zurückgreifen und die sagen, dass die Frequenz stark gestiegen ist. Eine der Hauptursachen ist nach wie vor die Verschlüsselungssoftware, sogenannte Ransomware. Aber die Hauptursache sind inzwischen sogenannte Phishing-Mails oder eben Versuche, über gefälschte E-Mails, und im Englischen heißt das so schön Business-E-Mail-Compromise, an Administratorenrechte zu kommen, indem man Mitarbeiter dazu verleitet, bestimmte Dinge anzuklicken oder sich in Portale einzuloggen, wo dann ihre persönlichen Zugriffsdaten auch abgefischt werden. Dritte Ursache ist aber dann schon auch die Datensicherheitsverletzung, so wie wir das eben auch gesagt haben. So, wenn man das jetzt ein bisschen abstrahiert und überlegt, in welcher Form realisieren sich denn bei Unternehmen digitale Risiken? Welche Ursachen und welche Auswirkungen hat das? Dann gibt es diese drei Bereiche. Das eine sind, digitale Risiken können zu Störungen in IT-gestützten Prozessen führen. Wichtige Prozesse oder Transaktionen, die durch das Web oder durch die IT unterstützt oder nur über die IT laufen, funktionieren entweder gar nicht, sie fallen aus, oder sie funktionieren schlecht oder eingeschränkt oder es wird falsch gerechnet. Beispiel Verschlüsselungstrojaner führt möglicherweise zum Komplettausfall der IT. Kann aber auch sein, dass Funktionen nur eingeschränkt sind, das heißt, dass es Verzögerungen gibt oder dass Teile der Systeme nicht funktionieren. Es kann aber auch sein, dass Parameter in den Systemen verändert werden und dadurch falsche Ergebnisse erzielt werden. Das heißt, das System als solches läuft, funktioniert auch, aber es rechnet falsch. Beispiel, wir hatten bei einem Raiffeisenverbund in Südwestdeutschland über mehrere Monate das Phänomen, dass Benzinpreise um 50 Cent, um mal eine gegriffene Zahl genommen zu nehmen, zu niedrig kalkuliert worden sind. Und dass das über Zeit natürlich bei dem Händlern zu einem ganz erheblichen Umsatzausfall geführt hat. Von Anfang an den Tanksäulen war ein etwas zu niedriger Benzinpreis ausgewiesen. 50 Cent wäre ja aufgefallen, aber 5 Cent sind es wahrscheinlich sind's dann gewesen, sorry. Und das fällt über Zeit eben nicht so schnell auf, bis man danach hier Einkauf und Verkauf vergleicht. Also falsch funktionieren kann genauso schädlich sein, wie gar nicht funktionieren. Nächster Teil, Datenschutzteile, Datenschutz. Wir hatten eben schon gesagt, vertrauliche Daten werden öffentlich. Das sind zum einen die personenbezogenen Daten, die ja auch Sie als Finanzdienstleister sehr in erheblichem Umfang in Ihren Systemen speichern und die durch das Datenschutzrecht geschützt werden. Wenn diese Daten öffentlich werden, dann sieht das Datenschutzrecht Verpflichtungen vor. Eine hatte ich eben schon genannt, die Meldung an die Datenschutzbehörde oder aber auch eine Benachrichtigung an die Betroffenen. Schadenersatzverpflichtungen sind vorgesehen, sodass nach einem Datenschutzfall auf den Kunden erhebliche Kosten zukommen. Das dritte sind Vermögenswerte. Und Sie haben wahrscheinlich auch schon an vielen Stellen noch von dem sogenannten Fake President oder Geschäftsführerbetrug gehört, dass ein Mitarbeiter eine Mail seines vermeintlichen Chefs bekommt, der ihn bittet, wegen einer dringenden Notsituation oder wegen eines Unternehmenskaufes eine bestimmte Summe Geld auf ein Konto zu überweisen. Das dürfe nur er machen und er hätte das besondere Vertrauen, das sei alles streng vertraulich. Und viele Mitarbeiter sind darauf reingefallen, tun das auch immer noch, und dann sind Vermögenswerte eben aus dem Unternehmen heraus transferiert worden durch Betrug oder manchmal geht das auch, wenn der Hacker sich selber einhackt und quasi das Bankensystem manipulieren kann, um Vermögenswerte zu transferieren. Also, das Cyberrisiko materialisiert sich für ein Unternehmen in diesen drei Bereichen. Ausfall,
Fehlfunktion oder Flechtfunktion von IT-Systemen. Wir sagen den Kunden immer, simuliert doch bitte 2 Wochen Ausfall. Was kostet euch das in etwa? Sodass wir eine Anhaltsgröße haben. Zweiter Punkt, öffentlich werden vertraulicher Daten, insbesondere vom Datenschutz umfasster Daten. Hier kann man Ihnen an die Hand geben, dass ein Datensatz, der öffentlich wird, so im Schnitt 50 Euro kostet in der Bewältigung. Das heißt also, wenn 100.000 Kundendaten frei würden, dann wären wir beim potenziellen Schadenfall so um die 5 Millionen Euro. Und bei Vermögenswerten ist halt die Frage, wie viel darf denn im Normalfall von den Konten überwiesen werden oder wie viel liegt auf den Konten, auf einem Konto zu einer Zeit maximal. Und das wäre dann der Wert, den man als ins Risiko setzt. Also, wenn man das Risiko bewertet, um es zusammenzufassen, der Ausfall, Fehlfunktion von IT-Systemen, 2 Wochen Ausfall simulieren, bei personenbezogenen Daten 50 Euro pro Datensatz und bei den Vermögenswerten die Höhe der Beträge auf den Konten oder die maximale Anzahl an Überweisungen, die transferiert werden dürfen. Das ist wichtig, dass man sich, bevor man sich überhaupt über die Versicherung von Risiken Gedanken macht, klar darüber ist, wie hoch ist denn das eigene Risiko. Und dieses Risiko ist durchaus unterschiedlich nach Branche. Ein Finanzdienstleistungsunternehmen wird in der Regel eine erhebliche Anzahl von Kundendaten und personenbezogenen Daten haben und gleichzeitig auch sehr abhängig sein von IT-Prozessen und natürlich auch erhebliche Vermögenswerte auf den Konten liegen haben, sodass für einen Finanzdienstleister in der Regel alle 3 Risikobereiche treffen. Für ein reines Produktionsunternehmen ist der Schwerpunkt eher in dem oberen Bereich, in dem Bereich der Prozesse. Dort werden nicht so viele personenbezogene Daten gespeichert und meistens sind auch die Kontenwerte etwas eingeschränkter und auch die Möglichkeiten der Überweisung eingeschränkt. Das heißt, wenn wir also gleich weitergehen und überlegen, wie bewerte ich so ein Risiko, um eine Versicherung einzudecken, dann müsste ich als Kunde mich mit diesen 3 Kriterien beschäftigen. Und wir unterstützen unsere Kunden auch oftmals in Workshops dabei, das wirklich detailliert im Unternehmen zu erfassen und zu erheben, welcher Schwerpunkt im digitalen Bereich Cyberrisiken ab. bilden und wie hoch die wohl sein können. Und im nächsten Schritt würden wir dann überlegen, dazu kommen wir dann jetzt auch gleich, wie kann ich denn diese Risiken versichern? Bevor wir jetzt aber in die Versicherungswelt eintauchen, vielleicht nochmal ein kurzer Blick, wie läuft denn so ein Schadenfall in der Praxis ab? Das werden wir auch oft gefragt. Und wir haben hier mal den Musterschadenfall des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, mitgebracht. Der bezieht sich auf einen Online-Shop. Dort hat sich jemand eingehackt und hat um die Mist die Zahlungsdaten, Kreditkartendaten zum Beispiel, zu missbrauchen. Also ein Angriff von außen, gut gemacht. Kreditkartendaten wurden missbraucht, um mit den Kreditkartendaten der Kunden des Shops Zahlungen zu tätigen. Das Kreditkartenunternehmen, das die Karten aufgegeben hatte, weist den Versicherungsnehmer, also weist den Kunden, den Online-Shop, darauf hin, dass es Betrügereien gegeben hat. Daraufhin werden dann auch an die potenziell betroffenen Kunden neue Kreditkarten ausgegeben. Gleichzeitig läuft intern bei dem Online-Shop jetzt natürlich der Prozess ab, okay, wir werden aufmerksam gemacht, dass bei uns Daten abgeflossen sind. Wir müssen in einem sehr aufwendigen Prozess feststellen, welche Daten sind denn abgeflossen und welche Kunden betrifft das, weil wir diese Kunden informieren müssen und weil wir dann natürlich auch unsere Systeme erstmal desinfizieren und härten müssen. Das alles läuft, ist hier zwar hintereinander geschaltet, aber es läuft eigentlich gleichzeitig. Also das Unternehmen muss die Kunden informieren. Man muss gleichzeitig schauen, was ist denn eigentlich im System passiert und muss das System besser und Sicherheit besser machen. Gegebenenfalls muss das System dann auch abgeschaltet werden,
damit es neu aufgesetzt und gereinigt werden kann. Und das führt dazu, dass der Shop Umsatzeinbrüche hat. Also Umsatzeinbrüche, weil er eine Weile nicht arbeiten kann, aber auch, weil durch die Veröffentlichung des Vorganges Kunden woanders einkaufen. Die sind weg. Die haben ja ganz viele Möglichkeiten im Netz und der Online-Shop verzeichnet also einen erheblichen Umsatzrückgang, auch nachdem die Presse über den Fall berichtet hat. Und dann gibt es weitere Untersuchungen. Und das zieht sich dann meistens nach so einem Schadenfall doch über 2-3 Monate hin, bis sicher ist, dass alle Systeme gereinigt sind, dass sich niemand mehr im System bewegt, bis alle Kunden informiert und deren Fragen beantwortet worden sind. Ja, also doch ein ganz erheblicher Vorgang natürlich, aber das ist auch für die Personen, die in so einem Schadenfall handeln müssen, wirklich nicht einfach, diesen ganzen Prozess sauber zu managen. Ich habe Ihnen hier nochmal einfach aus Versicherungssicht einen Schadenfall mitgebracht, der auch typisch ist. Ein Mitarbeiter eines kommunalen Unternehmens, 350 Mitarbeiter, hat einen Link aufgemacht. Daraufhin verschlüsselt sich sein PC, der hat das aber sehr schnell gemerkt, hat sehr schnell auch die Dienstleister in Kenntnis gesetzt. Und die haben dann auch innerhalb von 4 Tagen den Schaden beheben können. Und was jetzt für uns wichtig ist, dass der Schaden schnell wiederhergestellt werden konnte, auch aus dem Backup wiederhergestellt, auch die Systeme aus dem Backup wiederherstellbar waren. Und dann sind folgende Kosten entstanden. Also der Dienstleister hatte Kosten, um das System wiederherzustellen. Dadurch, dass an einer Stelle ein Auftrag nicht rechtzeitig bearbeitet werden konnte, sind Vertragsstrafen angefallen. Und gleichzeitig gab es eine Betriebsunterbrechung, die in Höhe der Mehrkosten dann berechnet worden ist. Betriebsunterbrechung hat nicht zum Umsatzverlust geführt, sondern konnte durch Mehrarbeit in der Folge aufgeholt werden, sodass der Gesamtschaden aus der Betriebsunterbrechung sich auf 67.000 Euro belief. Und so ist der Schaden dann noch abgerechnet worden. Vielleicht noch mal kurz, ein ähnlicher Vorgang bei einem großen Logistikunternehmen. Da hat allerdings ein Mitarbeiter Datendiebstähle vorgenommen und auch Systeme manipuliert. Ich mache das jetzt mal angesichts der Zeit ein bisschen kürzer. Wir hatten hier Auswirkungen beim Versicherungsnehmer in Form dessen, dass der Abrechnungsprozess stark gestört war. Kundendaten sind abhanden gekommen und mussten aufbereitet werden und die Kunden mussten auch benachrichtigt werden. Die Datenpanne ist öffentlich geworden und auch die Öffentlichkeitsarbeit musste dann koordiniert werden. Hier haben wir also ganz andere Schadenaufwendungen. Die Wiederherstellung des Systems war deutlich aufwendiger, weil die Bugs, die der Mitarbeiter platziert hatte, sehr schwer zu finden waren. Auch hier musste das Personal Überstunden machen. Die Dienstleister haben spezielle forensische Untersuchungen durchführen müssen. Wir hatten 9 Tage Ausfall. Bestimmte Lagerräume mussten manuell ausgelagert und neu eingeräumt werden. Und außerdem, hatten wir ja schon gesagt, gab es Rechtsberatung und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Das war also schon ein ziemlich großer Schaden. Alle diese Fälle sind echten Beispielen entlehnt und leicht abgewandelt. Wenn man sich jetzt guckt, und das haben Sie schon gesehen, die Kosten, die in solchen Schadenfällen anfallen, sind aber immer die gleichen. Und wir kommen jetzt langsam in den Versicherungsteil. Es können Schadenersatzansprüche Dritter entstehen. Es entstehen fast immer wieder Herstellungskosten für die Daten. Wenn jemand Systeme verschlüsselt oder verfälscht, dann müssen Daten neu eingegeben, wiederhergestellt, aus Backups neu zurückgesichert werden. Und das verursacht die sogenannten Wiederherstellungskosten. Ertragsausfall wie bei dem Online-Shop oder Vertragsstrafen, das hatten wir in dem Fall eben. Oft auch eben nur Mehrkosten, um den Betrieb als solchen aufrechtzuerhalten. Lager ausräumen, neu einräumen mit einer neuen Codierung oder wie bei den Krankenhäusern, Patientenakten eben wieder
aus dem Archiv rausholen und sie per Papier weiterführen. Oft fallen Erpressungsgelder an im Schadenfall und diverse Beratungskosten für Forensik, für Rechtsberatung, für PR-Beratung, aber auch für die Information der betroffenen Datenhändler. Und wie gesagt, schon die Vermögensverluste. Das sind im Wesentlichen die Schadenpositionen, die in so einem Schadenfall anfallen. Und es gibt auch nicht viel andere. Alle diese Positionen kennen wir im Versicherungswesen aus anderen Sparten. Wie gesagt, im Wesentlichen aus der Feuersparte, aber auch die Rechtsberatungskosten, auch beispielsweise aus der Haftpflichtversicherung und aus der Rechtsschutzversicherung. Und deswegen hat sich die Versicherungswelt auch entschieden, die sogenannte Cyberversicherung als umfassende Versicherung eines Cybervorfalls aufzusetzen. Zweiter Teil, also was kann man denn nun versichern? Und man kann versichern einen Cybervorfall, der ist sehr weit gefasst, kommen wir gleich nochmal zu, und umfasst sogenannte Informationssicherheitsverletzungen, das heißt Störungen der IT-Systeme, sei es bewusst oder auch durch Bedienfehler, umfasst aber auch gewisse technische Probleme, die im System entstehen können und umfasst fast alle Auswirkungen eines solchen Vorfalls, nämlich Haftpflicht, also Schadenersatzanspruch Dritter, die Eigenschäden oder die durch einen solchen Vorgang entstehenden Kosten. Hier im Einzelfall nochmal aufgelistet, also versichert sind die Schadenersatzansprüche Dritter, zum Beispiel in einem Datenschutzvorfall, die damit verbundenen Anwaltskosten, gegebenenfalls auch Kosten zur Befriedigung dieser Ansprüche, aber auch Ansprüche Dritter, falls vielleicht aus Ihrem System, aus dem System des Versicherungsnehmers, Viren in dritte Systeme getragen werden und von dort und dort Schaden verursachen. Das haben wir auch schon gehabt. Dann versichert sind die Eigenschäden. Das sind die Kosten im Wesentlichen, die Sie eben schon gesehen haben im Wesentlichen. Die Wiederherstellungskosten, Betragsausfall, Mehrkosten, Pressungsgelder, Bedienfehler, alle diese Positionen sind in einem Schadenfall versichert. Es gibt dann einige optionale Bausteine, die zum Beispiel die eben schon gehörten Vertragsstrafen. Die kann ich, weil sie jetzt auch nicht für jeden Kunden wichtig sind, die kann ich separat in einem Baustein versichern. Genauso die Betriebsunterbrechung bei einem IT-Dienstleister, bei einem Cloud-Provider oder den sogenannten Cyber-Diebstahl. Das sind die Betrügereien von Dritten, die zu Vermögensverlusten führen. Oder eben auch die sogenannten technischen Probleme. Das ist zum Beispiel Stromausfall. Wenn auf dem Betriebsgelände des Kunden der Strom ausfällt und die daraus entstehenden Schäden, kann man auch versichern. Zusätzlich sind immer versichert die Kosten für die Information der Dateninhaber, das sind die sogenannten Benachrichtigungskosten. Kosten für die IT-Forensik, Rechtsberater und PR-Berater und die Kreditkartenvertragsstrafen. Entscheidend ist aber auch, und hier haben wir eine weitere Ähnlichkeit zur Feuerversicherung, dass die Versicherer auch eine Assistenzleistung zur Verfügung stellen. Wenn Sie den Schadenfall, den wir eben hatten, mit dem Online-Shop sich nochmal vor Augen führen, wir hatten erst eine Infektion von außen, dann hat es eine lange Weile gedauert, bis dann die Kreditkartendaten abgeflossen sind und dazu führten, dass Abbuchungen bei den Karteninhabern erfolgten, die aber durch Dritte vorgenommen worden sind. Und dann merkt der Kunde das, weil ihn das Kreditkarteninstitut in diesem Fall darauf hinweist. In dem Moment, wo der Kunde merkt, dass er einen Vorfall hat, wo er merkt, dass Daten verschlüsselt sind, dass Kreditkarteninformationen abgeflossen sind und so weiter und so weiter, in dem Moment beginnt eine Krise und in dem Moment steht aber auch der Versicherer durch Notfallteams zur Verfügung, um mit dem Kunden zusammen Gegenmaßnahmen zu ergreifen und vielleicht auch Schadenersatzansprüche zu befriedigen. Der Versicherer stellt Notfallnummern zur Verfügung, an die der Kunde sich wenden kann und wo bestimmte Beratungsunternehmen dahinterstehen, die dann sehr schnell und sofort im Krisenfall mit dem Kunden zusammen den Schadenfall bearbeiten können. Das ist ganz wichtig und natürlich so ähnlich auch wie bei der
wie in der Feuerversicherung. In der Feuerversicherung ruft man die 112 an, dann kommt die Feuerwehr und hier ruft man die Notfallnummer des Versicherers an und dann wird auch geholfen. Sodass nicht nur der finanzielle Schaden übernommen wird, sondern auch schnell im Schadenfall Hilfe geleistet wird, was für viele Kunden wichtig ist, weil natürlich so einen Cyberschaden hat man in der Regel nicht. Der kommt selten vor und ist dann sehr willkommen, durch Profis unterstützt zu werden in diesem Schadenfall. Wir werden oft noch gefragt, ob dieses Cyberrisiko von den anderen Versicherungssparten versichert ist. Im Einzelnen sehen Sie die Antwort hier, nein, in der Regel nicht. Wenn Sie die schnelle Antwort jetzt erstmal wollen, dann sind in den anderen Versicherungssparten andere Versicherungsfälle, so zum Beispiel in der Feuerversicherung wird nur der Sachschaden versichert, Cyberversicherung, da geht ja physisch nichts kaputt, das sind Vermögensschäden. In der Haftpflichtversicherung gibt es in der Regel nur Ausschnittsdeckung für Cyberrisiken. Vertrauensschadenversicherung deckt auch nur Teile ab. So dass also die sogenannten Cyberrisiken nur sehr eingeschränkt in bisherigen Versicherungen abgedeckt wären und man daher für die meisten der genannten Kostenpositionen tatsächlich eine Cyberversicherung auch benötigt. Wie gesagt, im Einzelnen ist das hier nochmal aufgetragen, aber ich denke, angesichts der Zeit wird uns das ein bisschen zu weit. Kurz noch was zum Markt. Wir haben zurzeit mehr als 40 Versicherer am deutschen Markt, die Cyberrisiken abdecken, mit noch sehr unterschiedlichen Bedingungswerken. Der Markt ist seit 2011 in Deutschland gewachsen auf zurzeit ca. 200 Millionen. Die letzte offizielle Zahl sind etwas über 100 Millionen aus 2018. Und wir gehen davon aus, dass wir hier in 2025 die erste Prämienmilliarde in der deutschen Versicherungswirtschaft für Cyberrisiken zusammen haben werden. Das ist also der am schnellst wachsende Markt in der Versicherungsbranche. Und die Versicherer, die sich in diesem Bereich tummeln, sehen Sie ausnahmsweise hier. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die Versicherer, die so im Wesentlichen für das gewerbliche Risiko in Frage kommen und hier Angebote machen. Gut. In diesem Sinne sind wir jetzt durch mit dem Vortrag und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch weiter diskutieren und Fragen beantworten können und schalte jetzt auch meine Kamera wieder ein und würde jetzt an Herrn Heidemann übergeben wegen möglicher Fragen. Jawohl, vielen Dank, Herr Dr. Eriksen. Ich habe Sie jetzt oder habe Ihnen alle die Möglichkeit gegeben über das Mikrofon, sich auditiv mit hinzuzuschalten. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch während des Vortrags bereits über das Fragenpanel noch die ein oder andere Frage bekommen. Möchte Ihnen jedoch zuerst die Möglichkeit geben, noch Ihre Fragen zu stellen. Oder wir machen es anders. Ich starte einfach mal mit der ersten Frage, die mich erreicht hat, beziehungsweise da haben Sie, glaube ich, im Schluss des Vortrags schon eine Antwort darauf gegeben. Also ist eine Cyberversicherung nicht schon in meiner Vertrauensschadenhaftpflichtversicherung inkludiert? Nein, also die wesentlichen Elemente der Cyberversicherung, zum Beispiel die Betriebsunterbrechung oder Erpressungsgelder, Vertragsstrafen, auch Datenschutzvorfälle, sind so in der Vertrauensschadenversicherung nicht enthalten. Einzelne Elemente gibt es zum Beispiel. Einzelne Wiederherstellungskosten sind auch in der Vertrauensschadenversicherung abgedeckt, sodass wir immer sehr genau prüfen, welche Elemente denn noch erforderlich sind, wenn der Kunde eine Vertrauensschadenversicherung hat. Super, vielen Dank. Frage so beantwortet. Wie gesagt, wenn es nicht sein sollte, gerne bei mir oder bei Herrn Dr. Eriksen nochmal
melden. Sie haben am Schluss, oder die Folie haben wir noch offen, dann konkret die Frage, mit welchen Versicherungspartnern arbeiten Sie zusammen? Wir arbeiten von diesen Versicherern mit fast allen zusammen, allerdings sehr unterschiedlich nach Branchen. Also es gibt Kunden, die sich eher auf gewerbliche Risiken konzentrieren, andere sind eher im Finanzdienstleistungsbereich, andere eher im industriellen Bereich. Dann gibt es Abschichtungen nach Internationalität, also eine AIG oder auch eine AXA, eine AGCS, also eine AXA Global Corporate Solutions wird eher auf Unternehmen abstellen oder nur auf Unternehmen abstellen, die größer als 300, 400 Millionen Euro Unternehmen sind. Eine Signal Iduna oder eine Basler hört bei 30 Millionen Euro Umsatz auf zu zeichnen. Also da gibt es schon große Unterschiede in dem sogenannten Risikoappetit der Kunden. Und insofern arbeiten wir mit allen, aber eben nicht für alle Kunden mit allen zusammen. Gut, vielen Dank. Und dann die Fragen, die sich doppeln oder dreifachen. A, ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich eine Cyberversicherung und was kostet diese? Sorry, können Sie nochmal wiederholen? Sehr gerne. Das sind mehrfach gestellte Fragen. Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich eine Cyberversicherung und was kostet diese? Also eine Cyberversicherung lohnt sich oder benötigt jedes Unternehmen. Da gibt es keine Größenordnung. Auch die Schaden treten durchaus bei kleinen und auch bei großen Unternehmen auf. Das heißt, auch Privatleute können durch solche Vorgänge betroffen sein. Das heißt zum Beispiel, dass ihre privaten Fotos weg sind. Also da gibt es keine Grenze nach unten oder nach oben. Das ist für irgendwelche Unternehmen, die Versicherung nicht braucht. Wichtiger ist die Frage, wie groß ist denn in der jeweiligen Situation bei dem Kunden, wie groß ist denn ein möglicher Schaden? Und das gilt es halt einmal zu besprechen. Es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, ja, wir haben natürlich das Risiko, aber wir sind so gut aufgestellt, dass bei uns die Schadenhöhe nicht sehr groß ist. Das tragen wir lieber selber. So Prämie fangen an bei 500, 600 Euro für eine Deckungssumme 250.000 Euro und ein Unternehmen mit 1 Million Umsatz und gehen natürlich dann in die Millionen für einen DAX-Konzern. Also da gibt es jetzt auch kein Patentrezept für eine bestimmte Branche, eine bestimmte Umsatzgröße und eine bestimmte Deckungssummenhöhe. Da könnte ich Ihnen jetzt einen Preis nennen. Wie gesagt, Cyberversicherung fangen Sie bei 500. Super, danke. Ja, das Fragenpanel füllt sich immer weiter. Dann die Frage, wie stellt man sich eine Regulierung im Falle eines durch Cyberangriff entstehenden Image-Schadens vor? Ja, also ein Image-Schaden, oder sagen wir es mal so, ein Schaden ist nur dann Schaden, wenn er sich in der Bilanz auswirkt. Ich brauche erst einmal als Voraussetzung überhaupt einen messbaren Schaden. Nicht jeder Image-Schaden ist als solcher schon messbar und macht sich in der Bilanz oder in der GmV tatsächlich auch bemerkbar. Also das ist mal so das eine. Das zweite ist, bestimmte Kostenpositionen im Schadenfall sind dazu gedacht, gerade den Image-Schaden zu verhindern oder so klein wie möglich zu halten. Also zum Beispiel Beratungskosten für PR und Rechtsberatung. IT-Forensik sind auch dazu gedacht, den Image-Schaden so klein wie möglich zu halten. Wenn der Vorfall zu einer Betriebsunterbrechung geführt hat, dann ist der entsprechende Ertragsausfall abgesichert. Der Image-Schaden kann auch insofern abgesichert sein, wenn zum Beispiel bei dem Online-Shop, dessen Beispiel wir hatten, Kunden messbar innerhalb der sechs Monate nach dem Vorfall noch nicht wieder zurückgekommen sind. Also die kaufen woanders und das gibt dann auch einen kausalen Zusammenhang zu dem Cybervorfall. Den kann man dann auch bemessen. Also so kann man Image-Schaden bewerten. Wenn Sie jetzt nur eine schlechte Nachrichten in der Presse haben und das als solcher
sich nicht in der Bilanz auswirkt, dann hätte ich auch in dem Sinne keinen Image-Schaden. Frage beantwortet? Ich denke Das schon. ist, ja, es ist, also das ist ein schwieriges Feld, was wir, auch das werden wir oft gefragt. Ich kann den Image-Schaden so schlecht bemessen als Ja, das ist korrekt. Die nächste Frage bei Anbindung an die FI, also Finanzinformatik beziehungsweise S-Cert. Lohnt sich dann noch zusätzlich eine Cyberversicherung? Ja, die Cyberversicherung und die Güte des IT-Dienstleisters haben so prinzipiell nichts miteinander zu tun. Das Risiko einer Betriebsunterbrechung bis den Ausfall von der Finanzinformatik, das trägt trotzdem die Sparkasse oder die entsprechende Bank und auch das Risiko, dass bei der FI Daten abfließen. Das sind Daten der jeweiligen Sparkasse. Und der Datenschutzfall hat nicht die FI, den hat die Sparkasse. Und die muss die Kunden informieren. Natürlich ist die FI hervorragend geschützt und sehr gut aufgestellt. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass so ein Schaden tatsächlich auch eintritt. Aber wir haben eine ganze Menge auch Unternehmen aus dem öffentlichen Lager jetzt oder aus dem roten Lager, wenn ich so sagen darf, die für ihre Risiken eine Cyberversicherung abschließen. Eben insbesondere für Betriebsunterbrechung, für Datenschutzvorfälle, für die eigenen Wiederherstellungskosten. Gegebenenfalls kommen die Täter auch über das Sparkassensystem ins Netz, sodass die FI selber gar nichts machen kann. Oder FI stellt die Wiederherstellungskosten der Sparkasse in Rechnung, weil die den Schaden verursacht hat. Also das Risiko als solche hat immer das Unternehmen, egal welchen IT-Dienstleister es beauftragt. Gucken Sie vielleicht nochmal eine Antwort dazu. Gucken Sie mal an den Vertrag mit der FI. Da sind viele Schaden, also viele Risiken auch ausgeschlossen. Ne? Also in der Haftung der FI. Die können gar nicht für alles haften, sonst wären sie sehr schnell am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Ich war noch stumm geschaltet, Entschuldigung. So, die nächste Frage. An welche Bedingungen ist die Regulierung von Schäden geknüpft, insbesondere vor dem Hintergrund der eigenen Sorgfaltspflicht zur Gewährleistung eines sicheren Prozesses bzw. der damit verbundenen IT? Wer entscheidet, ob wir funktionierende Sicherungssysteme haben? Und da, ich sag mal, Stichwort ISO-Zertifizierung. Also im Vorwege einer Eindeckung einer Cyberversicherung, bitte Versicherer sich erkundigen, wie es um die IT-Sicherheit des Unternehmens bestellt ist. Und es gibt ja den sicheren IT-Betrieb und einige der Versicherer, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen diesen Standard auch ziemlich gut und sagen, okay, wenn ihr den erfüllt und habt ein Zertifikat, dann sind wir schon sehr sicher, dass ihr gut aufgestellt seid. Wir haben nochmal folgende Fragen. Und dann werden die in einem Risikodialog mit Ihnen als Kunden geklärt. Wenn der Versicherer dann mit der Risikosituation einverstanden ist, dann versichert er auch ohne weitere Obliegenheiten. Dann ist der Zustand, so wie er ist, akzeptiert und es gibt keine weiteren Verpflichtungen jetzt aus Versicherungssicht, die IT noch besonders anders zu gestalten. Natürlich verbessert sich auch die IT-Sicherheit über den und die Situation ständig. Aber der Versicherer wird Ihnen hier dann keine Vor- und Auflagen mehr machen. So, dann schaue ich mal, hier gibt es noch eine Nachfrage. Also nicht, es geht nicht um den Grundsatz, sondern hier tatsächlich um den konkreten Schadenfall. Also wer entscheidet dort über die Prozesse entsprechend oder ob die Voraussetzungen entsprechend erfüllt worden sind? Im konkreten Schadenfall ja. Wird gegebenenfalls geprüft, ob die Angaben im Fragebogen oder im Risikodialog richtig waren. Mehr nicht. Also im konkreten Schadenfall wird gegebenenfalls geprüft, ob Sie die eigenen Vorgaben eingehalten haben. Ne, also wenn zum Beispiel im Fragebogen oder bei der Risikoerfassung angegeben wurde, wir haben
ein Berechtigungsmanagement, das nur bestimmten Usern Administrationsrechte einräumt und dann ist das nicht richtig. Dann gibt es im Schadenfall ein Problem, wenn das rauskommt. Ne? Aber das habe ich so noch nie erlebt. Wir haben uns schon ein paar hundert Schadenfälle reguliert. In der Praxis achtet man da nicht so drauf, im Schadenfall. Beantwortet das die Frage? Und der Kollege, der die gestellt hat? Ich würde gerade sagen, ansonsten gerne noch mal nachfragen, auch im Fragepanel oder jetzt auditiv. Die nächste Frage kommt herein. Gibt es den Verweis auf den Stand der Technik in den Policen und welche Definition des Standes der Technik wird herangezogen? Also da zum Thema IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik. Also in den Policen, die wir vermitteln, gibt es keinen Stand der Technik. Vorbehalt oder auch Obliegenheit. Wenn es den im Ausnahmefall mal gibt, dann, weil es keinen anderen Versicherer gibt, der das Risiko sonst zeichnet, und dann wird in der Tat der Stand der Technik mit dem Kunden und dem Versicherer auch besprochen. Es gibt da keine einheitliche Formulierung des Standes der Technik und die Frage zeigt ja schon, dass Sie selber sehr misstrauisch sind und wir sind das auch. Wir möchten eigentlich keine Policen haben, in denen der Stand der Technik als Voraussetzung oder Obliegenheit definiert ist. Das haben wir mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja, fand ich eine sehr, sehr interessante Frage und auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Mit Hinblick auf die Zeit würde ich noch ein, zwei Fragen zulassen. Ja, da kommt auch schon dann noch eine. Wenn ein Requirement aus SITB nicht erfüllt wurde, warum auch immer, kann dieses im Schadenfall, wenn diese RQ ausschlaggebend war, zum Ausschluss der Regulierung führen? Das habe ich noch nicht verstanden. Also können Sie es nochmal? Ja. Sie sind also, immer so ein bisschen wenn ein Requirement aus SITB nicht erfüllt wurde, warum auch immer, kann dieses im Schadenfall, wenn dieses Requirement ausschlaggebend war, zum Ausschluss der Regulierung führen? Also der SITB als solcher ist ja nicht Teil des Versicherungsvertrags. Mhm. Also der Risikodialog wird mit Ihnen geführt und Sie bestätigen, der Kunde bestätigt, welche Sicherheitsvorkehrungen er trifft. Und da wird dann ziemlich genau geguckt, welches Requirement ist denn erfüllt und welches nicht. Und wenn der Versicherer akzeptiert, dass ein Requirement nicht erfüllt worden ist in dem Augenblick und das besprochen worden ist, dann kann das nachher natürlich auch kein Problem im Schadenfall geben. Problem gibt es nur dann, wenn Sie in dem Risikodialog etwas versprochen haben oder in dem Fragebogen als etwas versprochen haben, was nachher nicht eingehalten wird. Also wenn zum Beispiel es wird gesagt, es gibt einen Notfallplan, dann gibt es den nachher nicht. Beispielhaft. Wenn jetzt, also im schlimmsten Fall kann natürlich dieses nicht erfüllte Requirement mal dazu führen, könnte theoretisch dazu führen, dass auch ein Versicherungsrequirement nicht erfüllt ist, wenn das vorher erwähnt worden ist. Das habe ich aber noch nie erlebt. Also die Versicherer sind da ein bisschen weiter weg als ihre Zertifizierungsdienstleister. Die gucken schon etwas genauer hin. Ja, vielen Dank. Es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr aufgelaufen. Auch im Hinblick auf die Zeit darf ich vielleicht noch den Hinweis geben, wir stellen Ihnen die aufgenommene und überarbeitete Präsentation beziehungsweise das komplette Webinar als MP4 im Nachgang bei Bedarf sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich warte jetzt noch ein letztes Mal ab, ob vielleicht noch die eine oder andere Frage reinkommt. Ne, keiner ist mehr im Fragenpanel aktiv. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern für ihr zahlreiches Erscheinen und für die rege Diskussion. Herr Dr. Erichsen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Und wie schon eingangs erwähnt, steht nach wie vor das Angebot. Bei weiteren Fragen, gerne auch spezifischer Art, kommen Sie sehr, sehr gerne auf mich bzw. an den Fachmann, auf Herr Dr. Erichsen zu. Sehr gerne. Ja? Würden wir uns freuen. Super. Dann sage ich vielen Dank, wünsche Ihnen allen eine gute Danke Zeit. Auch.
Gesundheit und viele Grüße aus Bonn. Machen Sie es gut. Ihnen auch. Vielen Bis Dank. Dann. Tschüss. Ciao, ciao.